Bei Buffy und Toad und sie haben weder Kinder bekommen noch sich Haustiere zugelegt. Ich bin erleichtert. Hätte ja alles passieren können. Das bedeutet, dass weder das eine noch das andere passieren soll. Rattentod geht's ganz okay. Das ist in Ordnung. Wie geht's Manfred? Manfred der geht's auch gut. Hallo, warum sind hier so viele Leute? Oh, das bin ja ich. Hallo. Er sieht sich halt irgendwie selbst. Wer war denn das? Voll gut. Ich habe da gemalt. Ich habe einfach mal so ein Meisterwerk meiner Tochter hin. Das ist erstaunlich. Und ich kann es an die Kunstgalerie verkaufen. Danke, Mama. Danke, Mama. Gerne. Das was? Halt, ne? Das ist schon ein hartes Meisterwerk. Aber ich muss halt schon sagen, warte kurz. Mach mal eine Pause. Guck mal auf die Augen. Das ist halt Pop-Art. Das ist Pop-Art. Ja, es wird verkauft. Endlich wieder Geld. Endlich können wir wieder die Miete bezahlen. Oh mein Gott, stimmt ja. Wir müssen uns darum kümmern, dass die jetzt alle gut im Futter sind. Haben wir ja die Pflanzen nicht? Waren die nicht schon am Wachsen? Nee. Nee, ne? Waren die noch nicht? Gut, alles klar. Aber wir hatten ja gerade erst die neue Jahreszeit. Ja. Oh Gott, hier ist schon wieder alles ekelhaft. Wäsche waschen in Waschwanne waschen. Hatten wir nicht eigentlich auch so ein... Oh, der ist überfüllt. Ja, dann muss der Toad jetzt mal ran. Es ist Mann, jetzt Herbst. Der Toad? Haben wir dann irgendwie... Mittwoch ist Lotterie. Ein Lotterielos kaufen. Und am Samstag ist dann Fragezeichen. Ach so, dann wissen wir nicht, welches Wetter ist. Oder ist dann ein besonderer Feiertag, den wir noch nicht kennen? Wetter. Rätselhaftes Wetter. Oh. Vielleicht regnen ja Frösche vom Himmel. Lol, warum war da was... Warum? Da bist du einmal nicht da und dann stehen draußen auf der Rasadella. Das ist voll normal. Anarchie! Schade, dass wir hier nicht den Talk Like a Pirate Day auf der Platte haben. Der war wirklich... Äffchen reiten Schweine Day. Das ist ja halt zweimal hintereinander. Das ist voll normal. Und beim ersten wurde das, ist irgendwie das Äffchen nicht auf das Schwein draufgestiegen, um zu reiten. Und beim zweiten ist es runtergefallen. Das ist wie... Ostern. Ah, ist wie Ostern. Weißt du, ich verstehe es. Ne, erstmal zu Kreuze getragen. Und kann man ja einen Brückentag noch dazwischen nehmen, wenn man gerne was haben will. Ja, das ist das Gute beim Äffchen reiten Schweine Day. Ich will was mit Backen. Und Braten. Und Köcheln. Kunst und Musik und man lädt Gäste ein. Das ist der Kuchen. Back sie dir alle. Okay. Okay. Blüm. Woher hast du das jetzt? Alter. Du bist so eklig. Du bist so ultra ekelhaft. Woher habe ich was? So, back sie dir alle Feiertag backen, Kunst und Musik und Trinken. Was wird zusammen gebacken, ein bisschen gefeiert, Deko-Thema ist da auch Frühling, Erntefest meine ich natürlich, weil es ist ja im Herbst, Frühlingsthema würde ja gar keinen Sinn machen. Doch klar, wenn man sich auf den Frühling freut. Man kann irgendwelche Ereignisse hinzufügen, wir könnten ja irgendwie können wir dann irgendwie einen Geburtstag, Geburtstagsparty. Wir setzen uns mal einen festen Termin. Oh, für einen Geburtstag? Ja, aber dann altern die, das ist blöd. Das ist halt immer blöd, dass sie jedes Mal beim Geburtstag altern. Das wäre halt schön, wenn man auch mal Geburtstag feiern kann. Einfach so, weißt du, wir werden halt nicht älter, sondern nur ein Jahr. Also ja, wir können ja einen Kuchen backen und dort keine Kerzen draufstellen. Aber dann ist das Tagesziel nicht erfüllt. So, Buffy, dann geh mal, dann geh in der Küche abwaschen. Nicht in der Küche abwaschen, geh im Bad abwaschen. Das ist voll normal. Das ist da. Es riecht mich so auf. Das mit Absicht ins Spiel patcht, dass ich denke, oh, das mache ich im Badezimmer. Meinst du, die Amis waschen im Badezimmer das Geschirr? Oh.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Was machst du, dass du die Schelmenfähigkeit hast? In Foren provozieren. Ja. Kommt ganz nach dir. Du bist so ekelhaft. Was, wieso? Veganer Lupinenjoghurt mit Schokolade. Wenn wir jetzt nicht essen... Oh, du bist so... Boah, wenn ich... Tut doch irgendwas! Es ist furchtbar! Boah, ey! Sonst magst du meine Zähne immer, aber jetzt nicht mehr! Kann ich noch irgendwas anderes machen? Muss ich noch welche Dinge tun? 2 Stunden Graffiti-Sprayen haben wir gemacht, Level 3 der Schreibfähigkeit, alles super, 6 Stunden bis zur Arbeit. Würde ich eher sagen, es ist 4 Uhr morgens, geh schlafen. Oh, Baby machen mit Toad, das geht auch. Ich hau dich. Ich wirklich, ich hau dich. Bis es dir aus der Nase kommt. Und dann haust du mich wieder, weil es mir aus der Nase kommt. Weil das wirklich richtig eklig wäre. Wenn du es richtig hinkriegst und niest dabei, kriegst du es in den Tränenkanal. Wow, nein. Das hatte ich mal mit Fanta. Ja, aber das hier ist dickflüssig. Das ist ja nicht Fanta, das ist ja... Das verklumpt dann. Hart. Ekelhaft. Was machen die jetzt überhaupt? Ach, der will mal eine Wäsche waschen gehen. Ja, ist nichts mehr mit Baby Bum Bum. Okay, geht nicht. Okay, dann... Okay, und jetzt... Was... Was machen die denn da? Ich sag, die machen jetzt kein Baby, oder? Erstmal umarmen sie sich. Und jetzt geht sie eine Pfütze aufwischen. Schade. Wir werden es gelegentlich wieder versuchen. Ja? Wir werden es einfach gelegentlich wieder versuchen. Und irgendwie kommt er nicht an den Wäschekorb dahin. Der glitscht jedes Mal, wenn er das irgendwie... Ich weiß auch nicht. Was ist denn so kompliziert in den Wäschekörben heutzutage? So, jetzt geh mal sauber. Kannst immer Taschen durchwühlen. Ob ich das jetzt irgendwie... In der Waschwanne ist schon Zeug, aber da musst du noch mehr reinpacken können. Ist das dein Ernst? Das ist doch draußen! Ja, nur und du musst draußen auch sauber machen. Waschzusatz hinzufügen, Blumen hinzufügen. Oh, Glockenblume. Avocado! Alter, ich will so eine Avocado reinballern, ne? Wäsche machen, das geht nicht. Waschwanne, es ist keine Waschwanne verfügbar, dann müssen wir erstmal hier waschen. Ist das jetzt trocken und sauber oder... Ausräumen, bringen zu... Benutzt klatschnass. Nee, dann wollen wir Badesatz hinzufügen. Gute Avocado wird jetzt hinzugefügt. Und schön die Wäsche mit Avocado einreiben. Jetzt müssen da wir die noch waschen. Nicht. Aber wieso kann man die denn nicht sauber machen? Da steht nicht, dass man waschen kann. Ja, aber das hat er doch schon gemacht. Nee, da stand... War das sauber? War die... Klar. Nee, ist benutzt. Sauberkeit benutzt, dann ist die nicht sauber. Wieso wäscht denn ihr das nicht? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich muss erst ein Waschzusatz, was auch immer, rein. Nein, die Avocado halt. Mal, ja, die gute Avocado. Ja, ich wasche unsere Wäsche jetzt, auch mit auf, Avocado. Jetzt guck mal, wie die Kids hat jetzt. Ich kann sie ausräumen und absetzen. Okay, und warum kommen da Schmetterlinge raus? Also, ich wasche unsere Wäsche mit Avocado. Ach, ich muss das Wasser austauschen. Das scheint wohl irgendwie eklig zu sein. Wo ist das hin? Woher kommt das? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. So. Wäsche machen. Ja, Wäsche machen. Warte, ich will erst waschen. Jetzt will ich das hinzufügen. Jetzt setz nochmal deine Avocado da rein. Setz deine Avocados da rein. Das wird halt mega eklig. Ist ja so lustig, wenn du die Hose runterziehst, deine Avocados reintunkt. So, und jetzt? Aber ich bin eklig hier mit dem Schokopudding. Ist so. In Waschwanne waschen. Wasch! Die Wäsche! Eingehende Warnung! Alarm! Alarm! Toad Van Ripper muss in 1 Stunde zur Arbeit und von zu Hause aus. Heute ist Lotterie! Lotterie loskaufen! Kauft keine Lotterielose! Das ist scheiße! Aber die Sims müssen wir jetzt machen. Ja, ich befürchte auch. Was ist hier schon wieder los? Mit wem rede ich da? Gesellschaft genießen! Oh mein Gott, unser Kind ist total mental. Ist das so, wie du dann tagsüber hier sitzt? Ja, ist Gesellschaft. Und was machst du so, Isa, über WhatsApp? Isa, ich genieße die Gesellschaft. Oh cool, jetzt wasch mir das mit Avocado. Ja, das ist so eklig, dass ich es im RL einfach mal ausprobieren will. Oh mein Gott. Ich will einfach wissen, was passiert, wenn ich was mit einer Avocado wasche. Aber du wäschst doch die Wäsche schon nicht ohne Avocado. Die wird halt gar nicht sauber, was ist denn das? Nee, die wird halt fettig und eklig.
Aber vielleicht kriegt man mit Avocados ganz spezielle Flecken raus. Sie hat gerade die Avocado ausgewogen. Nee, das ist der Schwamm. Wo ist... Ich weiß halt einfach auch nicht, warum da Schmetterlinge rauskommen. Nee, du kriegst mit Avocados sehr spezielle Flecken in die Wäsche. Aber vielleicht kriegt man auch sehr spezielle Flecken wieder raus. Nee, Avocado ist richtig, richtig ranzig. Du weißt doch nicht, was der Tod für komische Flecken macht. Ja, der hat halt Totenflecken. Oh, so Leichentuchflecken. Oh. Und das sind im Bettlaken mit dem, was die beiden eh schon im Bettlaken hatten. Oh, das ist meine Tochter auf dem Bett. Baby machen. Was ist denn hier schon wieder los? Esskoma, weil ein großartiges Gericht gegessen hat. Anscheinend, okay, Blase. Geh mal Pipi machen erstmal, bitte. Sie ist im Foodkoma, wie gut. Das ist richtig lustig. 3 Stunden bis zur Arbeit, das kann sie auch von zu Hause aus machen? So, tot, wasch jetzt mal schneller. Hopp. Aber es ist echt... Stell dir das mal vor, du würdest halt stundenlang die Wäsche waschen. Macht er gerade. So, können wir die jetzt an die Wäscheleine hängen? Makellos und feucht. Yeah, geile Wäsche. Mach das jetzt! Gut. Riecht einen schon halt hart auf, ne? Bisschen. Ui. Das geht bei mir nicht so schnell. Ich brauche die Stunde, die er braucht zum Waschen, um Wäsche aufzuhängen. Das stimmt. Und das ist halt launisch. Schließe auf alle Sims verteilt 100 Launen ab. Yay! Okay. Achievement got. Wasser austauschen, damit es da nicht so eklig ist. Und dann muss sie nochmal schlafen gehen. What? Traurig. Das ist halt meine Tochter. 8:50 Uhr wird die ganze Nacht wach. Ja. Oh, es ist brütend heiß draußen. 4. Tag im Herbst, sonnig und heiß. Heutige Vorhersage, rätselhaftes Wetter. Und deswegen trägt sie ihr wunderschönes, sexy Außenoutfit für die heißen Tage. Mit Stöckelschuhen, oh mein Gott. Ja. Das ist halt genau was für Toad. Ja, der ist völlig fertig gleich, wenn er das sieht. Wobei, ich glaube, der und sein Handy. Dem geht super. Der genießt seine alleinige Gesellschaft. Muss auch Pipi machen. Da ist auch wieder Wäsche. Überall liegt Wäsche. Dann kann er halt gleich nochmal, nachdem er Kaki gemacht hat, Wäsche machen gehen. In die Waschschwalle stecken. So. Kaki machen. Ja, dann muss Kaki machen. Oh, der hat sein Essen mitgenommen. Warum? Kreislauf. Ha, da fliegt eine Fliege, hast du das gesehen? Ih, da fliegen Fliegen. Ich weiß jetzt, wo der Hades ist. Der ist auf jeden Fall auch offen. Der Chef von Buffy ist nicht begeistert. Oh, okay. Aber jetzt kommt die nächste Arbeit. Ja, weil sie geschlafen hat. Sie hat nicht gearbeitet. Das stimmt gar nicht. Wir hatten alles auf volle Punkte. Wir hatten ja alles erledigt. Wieso ist der nicht begeistert gewesen? Weil Buffy heute nichts geleistet hat. Donny, bei manchen Jobs ist es halt so, dass man nicht vorarbeiten kann. Warum ist hier überall... Oh, er macht wenigstens alles sauber. 3 verschiedene Aromen am Blasenmacher ausprobieren. 3 Stunden Streetart malen. Große Mahlzeit, Mädels. Was ist denn das für ein Job? Weiß ich auch nicht. Kochtopfspionen. Eigentlich dachte ich, dass wir in Restaurants gehen und die ausspionieren. Ja. So oder in die Mission halt Wieners oder so, weißt du? Essenstester quasi. Huch! So, Restauranttester. Was war das gerade? Wir waren gerade da und dann war da und dann hast du das auch gesehen? Wir sind gerade auf 9gag unterwegs, Isa. Wäsche waschen. Okay. Aber er sieht schon fesch aus. Ja. Es ist halt komisch, dass seine Kleidung bei Wärme irgendwie seltsam wärmer aussieht als die ohne. Aber ist egal. So ist das halt. Er ist trotzdem ein cooler Hipster-Tod. Und Buffy ist gleich fit genug, dass wir mit ihr in die Stadt gehen können. Das ist sehr gut. Schlaf schneller. Schneller schlafen, schneller schlafen. Oh, ja, schlaf. Ui. Oh, die sind so hübsch. Okay. Ja, ja, ja. Mann, das war doch gerade schon ein Stückchen weiter vorne. Können wir auch einen Kaffee trinken. Schneit es etwa? Ja. Oh mein Gott, das ist einfach gerade mal Schneefall bei Sonne. Hä? Das meinen die mit rätselhaftem Wetter. Ich an deiner Stelle würde mir andere... Aber rätselhaftes Wetter ist doch heute gar nicht. Doch, doch, heute war rätselhaftes Wetter. Heutige Vorhersage rätselhaftes Wetter. Die Wäsche friert ein.
Scheiße, Schnee. Das ist ein bisschen früh, aber kannst du dir was anderes anziehen? Sonst holt er sich noch den Tod. Witzig. Der muss sich dringend... Er muss sich dringend was anderes anziehen. Oh mein Gott, unser armer Whirlpool. Aber ja. Es schneit. Guck mal, Franz, es schneit. Guck mal, Isa, es schneit. Das gab's vorher nicht, oder? Nee, wir hatten noch keinen Schnee. Kein Schnee hatten wir hier. Gar keinen Schnee. Guten Morgen, Norden gibt es keinen Schnee, da gibt es nur Wasser und Schiedwetter. Ja, stimmt, das ist wirklich so. Ist so. Ich habe noch nie Schnee. Doch, einmal, da waren wir an der. Aber das war an der Ostsee. Ja, Ostsee ist ja kein Norden. Ostsee ja. ist Süden schon. Das war an der Ostsee, da hatten wir tatsächlich Schnee. Das war sehr witzig. Das war auch mit dem Herbst. So, warte. War denn nicht, glaube ich... Der Tod wupst ja jetzt richtig schön ins Knallerbett. 100 pro, der Fuß jetzt hart rein. Direkt aufs Kopfkissen und das Kopfkissen hintun. Er kann ja auch nicht mehr auf die Toilette gehen, weil die ist ja jetzt für den Arsch. Ne? Ja, die muss er reparieren oder sauber machen oder sonst was. Halt mal sauber machen. Okay, wir müssen Street Art malen. Weiter Graffiti sprayen. Wir waren ja anscheinend noch nicht fertig. Guck mal, das ist die auch wieder. Patella Maximus. So eine Randalin. Luna Villarella. Okay, also ist klar. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ei, ich weiß, wer verbrennt. Da hat der Tod wohl heute doch ein bisschen Arbeit. Wer ist Ditte? Krass. Samira Heidekraut. Und da haben wir... Da ist der Flo. Der Heider ist hier. Guck mal, das ist der Heider. What? Warum hat der Falten? Alter Sack. Ist schon ein bisschen gealtert wahrscheinlich. Ja.